So Leute, ich bin hier unterwegs Richtung Geiranger. Leider bei nicht so dollem Wetter, aber ich hätte schon viel früher die Kamera rausholen sollen. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß, die Qualität ist jetzt alles andere als gut. Das Quietschen der Scheibenwischer, es ruckelt, es wackelt. Ja, ich habe das erste Stück schon nicht gefilmt, weil ich so fasziniert war und habe gerade gedacht, Mensch, warum nimmst du die Kamera nicht raus und filmst einfach mal. Es ist wunderschön hier. Es ist wunderschön. Ich versuche einfach mal so ein bisschen in alle Richtungen zu schwenken. Muss mich aber dabei auch auf die Straße konzentrieren. Der Vorteil ist bei dem Wetter, es sind nicht so viele Leute unterwegs. Deswegen läuft das eigentlich ganz gut. So, ab und zu muss man hier mal ein bisschen Rücksicht nehmen und langsamer machen, wenn welche kommen. Auch auf der anderen Seite mit dem Schnee und sowas, das war so schön. Dieses blaue Wasser. Ich habe das Beste, glaube ich, schon nicht gefilmt. Aber ist egal. Ich habe ja letztes Jahr schon gedacht, Norwegen ist echt ein Superlativ, aber dieses Jahr übertrifft echt alles schon. Das ist jetzt nur die normale Straße nach Geiranger runter. Das ist nicht hier diese Dipossen oder wie die heißt. Diese Serpentinstraße. Die lag gerade noch im Nebel, deswegen dachte ich mir, die schenke ich mir. Zumindest vorerst. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückfahren werde. Weil ich selbst hier schon unheimlich begeistert bin. Auf der anderen Seite habe ich einiges an Fotos gemacht. Die wird es dann auch wieder in diesem Bildband zu sehen geben, was ich hier hochlade. Ne? Aber glaubt mir, wenn ihr hier durchfahrt, ihr vergesst alles andere. Ihr seid nur noch am Gucken und am Genießen und am Staunen. Es ist unglaublich. Quatsch wahrscheinlich nur dummes Zeug gerade. Auf dem Navi erkennt man auch so ein bisschen, wie es hier runter geht in den Serpentin. 10% Gefälle, kleinen Gang. Ja. Kleinen Gang habe ich. Vielleicht sollte ich noch einen kleiner gehen. Ich probiere es mal mit dem zweiten Gang. Das Gute ist, hinter mir ist auch niemand. Ja.
sind schön, alte Häuser zu sehen. Wenn das Kratzen von dem Scheibenwischer nicht wäre, wäre es gar nicht so schlimm. Ja, jetzt habe ich die Kamera gerade mal ein bisschen abrupt weggeworfen, weil der Bus da wohl einmal auf meiner Seite stand. Weil die Busfahrer interessiert ja gar nichts. Das sind die Größten, die haben immer recht. Ist ja auch richtig. Da sind diese kleinen schönen Häuschen. Es ist nicht wirklich breit hier. Wenn dann die etwas größeren kommen, muss man halt doch ein bisschen mehr Platz machen. Und es wäre schön, wenn jeder dann so ein bisschen auch auf seiner Seite bleibt. Sofern man das kann. Hier nochmal ein schöner Blick nach oben. Und jetzt einmal rum. Eieiei. Also so einhändig hier, das ist gar nicht so ohne. Aber die Motorbremse macht das gut hier. Sonst würden wir wahrscheinlich die Bremse wegglühen. Brücke hier wieder. Nochmal einen Blick zur Seite vielleicht. Oh, hier sieht man noch ein kleines Stück von der alten Straße, gerade hier neben mir. Da ist das hier ja schon der wahre Luxus. So ein bisschen ärgere ich mich ja, dass ich dich vorher gefilmt habe. Naja. Weil da oben mit den schneebedeckten Gipfeln, da war ich ja. Gleich ein Bus und ein LKW. Ja. Dann gucke ich jetzt mal nach der nächsten breiten Bucht, mal ein bisschen schneller machen. Jetzt kommt natürlich nichts. Hier. Ich bleibe einfach mal hier so stehen. Ein bisschen auf dem Rand fahren. Und eben warten. So, die Busse vorbeigelassen. Jetzt bin ich gleich unten im Tal. Da werde ich mich noch mal kurz zurückmelden. Ja, auch hier weiter unten hört das mit den Serpentinen noch gar nicht so richtig auf.
ist immer noch schön. Verbindung hier mit der Landschaft, so wie da der Wasserfall wieder. Echt herrlich. So, das war's von der Straße. Ich habe jetzt hier unten geparkt und dann war's das auch mit dem Video. Ich hoffe, das rucklige, laute Video hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, euer Markus.